Willkommen zurück. Wir hauen uns mal wieder Lava ins Gepäck. Eine, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Jo, damit haben wir ein bisschen hier schon mit freigeräumt. Nicht schlecht. Gerade ein bisschen immer am Überlegen, ob ich hier offscreen immer mal ein bisschen weitermache. Was spannend ist, dass ja eigentlich nicht gerade hier was ausheben. Und wenn man auf eine Mine stößt oder irgendwie auf eine Höhle, kann man ja immer noch wieder eine Folge anwerfen. Wie ist es nicht? Könnte schon mal ein bisschen was ausheben, dann könnten wir zusammen den ersten kleinen Abschnitt der U-Bahn bauen. Und da der Rest ja im Prinzip auch immer gleich aussehen wird, könnte ich den auch offscreen immer mal wieder machen. Wir werden zwar diese Strecke wesentlich wenig nutzen, vorerst, weil und über die Neta geht das Ganze einfach schneller. Aber irgendwann bei Folge 10.000 haben wir ja sicherlich hier viel schon eingebaut. Eine Zwischenstation müsste ich mir auch mal einen Kopf machen, wie das eigentlich alles geht. Ey. Ich habe auch noch nie ein Minensystem oder ein U-Bahn-System gebaut. Okay, wir haben dort den Typen. Flava haben wir rechts. Kannst du nicht mal? Kein Creeper. Da ist ein Creeper. Nee, 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 nee. Diesmal habt ihr mich nicht gekriegt. Alter, was? 1, 2, 3, da war der vierte. Die sind doch bekloppt. So. Überlebt, würde ich mal sagen. Ups. Eins zu tief. Das Dumme ist, dass die Creeper jetzt natürlich auch hier bleiben. Den, 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 den. Und auch das haben wir überlebt. Der verfolgt uns ja noch.
Da würde ich... Ach du Scheiße! Das ist natürlich ein bisschen ungeil, wenn die da oben spawnen. Hallo Creepermann. Das ist natürlich ungünstig. Da geht's nicht mit der Lava. Scheiß Creeper, nervt. Ich geh erstmal runter. Na, langsam muss doch hier mal die Kurve kommen oder die nächste. Ah. So, mal gucken, ob der jetzt weg ist. Ein Glück, ey. So. Bis hierhin mache ich erstmal nur. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht das Ganze hier rummachen, aber... Sieht dann auch irgendwie wieder doof aus. So, her mit den Steinen. Dankeschön. So, Spitzhacke, am besten zwei Stück und eine Schaufel.
Nehmen wir noch eine Schaufel. Zack. Jetzt können wir natürlich nichts wieder mitnehmen. Dann hole ich da halt doch mal jetzt Lava rein. Bis. Geht doch. So. Den Keller will ich in dieser Aufnahme auf jeden Fall noch zumindest bodenmäßig fertig bekommen und schon mal Pilze pflanzen. So, wenn das hier auch 9 breit ist, 1, 2, 3, an dem Innern ist es ja 9 breit, dann wird das hier unten sogar noch breiter. Okay. Ich vermute fast, das ist so hell. Ich hätte nicht gedacht, dass die Lava so hell ist hier. Wäre natürlich doof. Dann würde ich hier irgendwas anderes hinsetzen. Vielleicht das Lager, ein Lagerhaus, ein kleines. Auf eine Etage tiefer dann die Pilze erst. So, Folgenpause, Spitze B, danke mich. Bis dann.